Gut, dann gehen wir mal weiter zurück. Beschwöre Geister. Aus der Flasche? Daniel und ich sind drauf gekommen, dass Shisha-Rauch auch Flaschengeister sein können. Die Geschichte erzähle ich jetzt euch aber mal nicht. Ja, genau. Weil das ist generell lebt. Ja? Das ist ein bisschen weird, sage ich jetzt mal. Naja, aber generell kann man eigentlich nur sagen, dass das in der Shisha der Shisha-Geist lebt, der jedes Mal beim Rauchen rauskommt. Richtig. Ah, hier wurde sein Vater umgebracht. Und außerdem Shisha, auf Arabisch heißt es auf Deutsch so viel wie einfach nur Flasche. Mit meinen Arabischkenntnissen zu prahlen, mit meinen nicht vorhandenen. Ich wollte jetzt eigentlich gerade eben, weil der Luke gesagt hat. Damn you, Father. You will not tell me what to do. My head. What are you doing? I'm trying to set this family curse straight. If you cannot see that, then you don't deserve to live. Ja, dann schon gedacht, der Fluch endet damit, wenn er seinen Vater umbringt. Moment, lass mich noch kurz austrinken. So. Ja, genau. Austrinken, Blödsinn. Flasche hinstellen. Frontgate! Frontgate! Boah, olech! Räuberbraut! Blut, Blut, Räuberbraut, Blut, Raub und Mord und Überfall sind gut. Hoch vom Galgen klingt es, hoch vom Galgen klingt es. Raub und Mord und Überfall sind gut. Tralalalalala. Sehr gut. Wenn ihr wollt, dass wir aufhören zu singen, dann schreibt Kommentare, die das auch sagen. Bitte schreibt sie nicht, ich mag so singen in diesem Spiel. Das nimmt immer, ich glaube, ich habe schon mehrfach gesagt, man muss die Last ein bisschen weg. Ja, das ist ja mal ein unheimliches Bild. Fischer wieder Look? Achso, okay. Das war wieder das. Destroy him! Au! What also, the fuck? Das ging echt in den Boden. Da gehen wir doch gleich mal aus der Tür raus. Geht's denen noch gut? Ich heil mich jetzt erst einmal komplett. Ja, denen geht's schon gut, aber dir nicht. Ja, Arsch, die Waldfee. Hallo? Ein ja. Schuss? Ach, das sind Magier? Ja. Oh. So, wie viel Health habe ich denn noch? Ich glaube genug. 17. Ja, okay, dann nehmen wir mal 2 Stück. Am Arsch, die Räuber! Ja, den Zauber, was die hat, den kriege ich dann auch. Und was auch dieser Typ im Mittelalter hatte. Diesen tollen Skelettkopf-Raketen-Scheiß-Zauber. Ist das das Frontgate? Da ist ja. Das Frontgate. Das ist der Anfang vom Spiel. Jetzt komme ich dann zum Hafen oder zum Dock. Darf ich in die Räuberhöhle zum Emperor's? Wobei mit dem Emperor's im Haus killen, aber das ist schon zu weit vorgegriffen. Hier wahrscheinlich, Groundskeeper, der wird bestimmt da wohnen. Ja? Is there any way out to the standing stones? Aye, there should be an old skiff by the water that would allow you to get out there. It's very dangerous to paddle around though, so don't go exploring the coastline or you'll find yourself wrecked on the many reefs. Here, let me unlock the gate for you. Okay. Was will ich jetzt bei den standing stones? Okay, also dann paddeln wir da mal hin. Ich habe irgendwie so ein bisschen Angst hier gerade.
Ich glaube, da kommen jetzt wieder Hauler, endlich mal. Kannst du da deine Sense benutzen, aber da unten ist ein Räuber, glaube ich. Das ist ein Hauler. Dann kannst du wieder deine Sense benutzen. Greg the Grim Reaper! Schaf! Sven Bohmwollen! Oh nein! Der Erzähler von Trine 2 ist gestorben! Ah, stimmt, ich erinnere mich. Amadeus? Oh, viele Schafis! Eieiei! Nudeln! Das ist nicht. Boah! Greif mich so an! Lass doch die Schafis! Ui! Hallo? Ja, ich heil mich dadurch, hallo? Oh Gotti! Oh Fluch! Nicht wegrennen! Oh Lech! Was ist mit dem weggesäbelt? Ich soll aber meine Energie aufladen, deswegen. Mal kurz hier stehen bleiben. Ich reite! Ja. So, jetzt bin ich wieder voll. Kavallerie. Mal vorschicken. Mit Sprengstoff bestücken, so in den Hintern. Die Stange Dynamit rein oder sowas. Ich glaube, es ist ungesund, wenn du da runter springst. Meinst du? Ich glaube, ich würde den Weg nehmen, ja. Folgt dem Schaf! Folgt dem Schaf! Andere Richtung! Der hat dir nur den Weg gezeigt! Komm! Ja, ich beschäftige mich jetzt nicht mit dem Schaf. Sinnlos. Okay. Skybox! Ich glaube, da kommen nicht mehr viele Gegner. Zumindest nicht im Moment. Schiff! Na, beziehungsweise Boot! Schiff! Schiff! Fähre! Kreuzfahrt! Was war's schon? Naja, spontan. Ich wollte gerade was sagen noch. Scheiße. Während du rauchst, wird's sehr schwierig. Das sind die Standing Stones, genau. Da muss ich am Ende auch nochmal hin. Da haben die dieses Ritual aus den Büchern ihres Vaters gemacht. Seitdem lastet der Fluch auf Jeremiah Kaufmans Familie. Zauber! Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Penis und Latschen. Shield! Sie hat nutzlosen Defensivzauber, die ich jetzt brauche, weil das ist Kaisinger. Was will Otto Kaisinger hier? Ich begrüßen. Ich will nichts von Kaisinger wissen im Moment, solange ich nicht in Oneiros bin. So. Ektoplasma. On your guard! Ah! Hi! Oh, der hat eine Schrotflinte. Ich weiß. Das heißt, ich habe wieder die Gegner. Das heißt, ich nehme auch wieder die Schrotflinte. Ja, ist glaube ich besser so. Und mir fällt gerade auf, ich habe noch einen Jäger Cola da stehen. Trink ihn doch! Ich trink. Frau? Machst du einen Kaffee? Wäre cool. Stirb doch endlich! Keine Milch? Egal. In den Anus. Jetzt hat er 8 neue Löcher. Weiß man gar nicht, wo man zuerst reinstechen soll. Ja, egal. Was? Nein, egal. Was? Was?
Ich glaube, wir haben ein paar Stellen, die wir in diesem Ding rausschneiden müssen. Tommy? Spielst du zufällig Skyrim? Nee. Noch nicht. Frau, ich glaube, der Daniel braucht auch einen starken Kaffee. Dynamit. Er hat sich gerade selbst umgebracht. Du bist krank, Tommy. Wie hab ich denn noch? 14, na gut. 9 Amplifier habe ich. Boah. Bitte was? 9? 9 Amplifier Stones. Was willst du da bitte noch upgraden? Ja, mein Blitz und mein komisches anderes starkes Teil, das ich später krieg. Bäh, Schrotwinde. Wo ist denn das? Internet. Ah. Blitzhappeln so toll. Oh, das war knapp. Knapp. Wie viele Shells gibt denn der eigentlich? 54, 4 Shells habe ich jetzt bekommen. So. Ich habe den Shield-Zauber. Was will ich jetzt damit? Naja, den brauchst du eh nicht. Sagt das Questlog. Talk to the Groundskeeper again. Ha, hier bin ich wieder. Gut machst du das. Mal Öl. Ich synchronisiere Türen. Ja, was für ein Beruf. War der Groundskeeper nicht hinter dir oder sowas? Ich glaube, da habe ich mich letztes Mal dumm und deppert gesucht. Im Groundskeeper? Ja, weil der ist nämlich genau da. Deswegen bin ich vorhin das erste Mal gleich daher. Grüß Gott. Do you know if there's a cove in the area? I'm not familiar with any cove. However, Old Sedgwick, who maintains the lighthouse, is as old as the sea itself. If anyone knows this area, it'd be him. Very interesting. Genau. Ich muss jetzt den Lighthouse Keeper aufsuchen. Sedgwick. Und der bringt mich dann zur. Kennst du die Lighthouse Family noch? Lighthouse Family? Diese Band aus den 90ern? Nee. Okay. Sagt mir leider nichts. Hast nichts verpasst. Okay. Das ist nicht sowas wie vorher das sagt. Okay. So, und der bringt mich jetzt dann zu. Was ist denn das? Achso, ein Grabstein. Sepultura heißt das auf Portugiesisch. Kana, das war der Typ, den der Ambrose gekillt hat, sei sein Jugendfreund. Der ist jetzt freundlich, der Karl. Der bringt mich jetzt dann zur Cove, in der Ambrose seine Scherben untergebracht hat. Na gut. Kann man nie genug haben. Richtig. Vor allem jetzt nicht mehr. So, wo ist der Typ? Im Lighthouse. Außer, dass du ihm jetzt sein ganzes Hab und Gut klaust. Hallo, wenn er das Tür nicht absperrt. Kann man eigentlich von Hausfriedensbruch reden? Gute Frage. Ich glaube, da musst du von der Treppe von oben runterfallen. Ja. Damals konnte man halt noch nicht klettern. Ja. Was? Achso. Ich dachte schon, das ist eine Tür. Ein Leuchtturm, komplett aus Holz. Der ist in Ordnung, der Kerl, aber stirbt später, Leute. I'm a friend of Jeremiah Covenant. Jeremiah, eh? Is he still alive? Last I saw him months ago, the face of death was on him. He's bedridden. One had never known why our desire to the Covenant grounds had been. Only what I see prowling round a Trasanti scum. How do they get on the grounds? I helped them to. The only reason I'm still alive is because those thugs need me to mend a lighthouse. This is a treacherous inlet, but all the fuck, you know. And since the bridge back to the mainland's been destroyed, the Trasanti need me to keep their boats from crashing up on the cliffs. Call me Sedgwick. Are you alone here? No, I am. Them thieves killed me only son, Connor.
when he tried to drive him off. I'm sorry to hear about your loss. Do you have any idea where these thieves are hiding out? Judging by the fair amount of Tresanti patrols I've seen by the caves upon the coast of it, I'd see their hideouts nearby. Sounds dangerous, but I've got no choice. Things will only get worse if they're not stopped. I bet Ambrose is there too. Maybe if I can get to him, the Tresanti won't have any reason to be here. Ambrose, eh? Come to think of it, I may have seen him lurking about. But that's not good news for Jeremiah, I say. As I recall, there was these tunnels that went from the shore up into them cliffs, right up to this old garrison perched on top. My father kept me from playing up there by sealing off the tunnels with an iron door he kept locked. I wonder if the key might be in his own sea chest. Where is this chest? In my living quarters. Is that a working gun you have there? Maybe. Why do you ask? Those Tresanti robbed me of everything, including my revolver. They didn't find me grandfather's stuff, though, including some silver bullets he got in a merchant marine's. He believed them superstitions that say you can kill werewolves and evil creatures with them. Considering some of the weirdness going on here, those bullets might come in handy. I know they're in the chest, so here. Take this key to my living quarters and have a look-see. Thanks. I appreciate your help. The more of them bastards you kill, the better. The way they killed my son, oh, it's the least I can do.